Graffiti hat hier in München schon sehr früh Interessenten gefunden. Ich habe schon sehr früh angefangen, legale Flächen hier zu organisieren. Wenn der Mensch, der uns eine Wandfrage gab, dachte, wir haben keine Leitern, dann haben wir natürlich 7 Meter hohe Leitern besorgt und das Ganze doppelt gemacht. Für mich ist wirklich sehr, sehr wichtig, die Verbindung mit der Straße zu haben, dass ich wirklich die Leute mit meinen Bildern erreiche, die sich sonst nicht in Galerien verirren würden. Ich konfrontiere Menschen, die nicht damit rechnen. Eine Sache, die natürlich lange Jahre parallel lief, dass man natürlich Aufträge machte tagsüber und natürlich mit dem Geld und den Farben, die man da verdient hat, die nachts irgendwo anders, wo man es nicht durfte, auch an die Wand gebracht hat. Graffiti hat für mich in New York angefangen. Da bin ich 87 zum ersten Mal hin und habe auch da schon in der Zeit ziemlich viel mit namhaften Sprühern gemalt. Andy Warhol war schon immer präsent. Da sehe ich durchaus einen unserer Urväter, die die Sache schon, das Vorfeld schon etwas geebnet hat, dass man das auch irgendwann mal so als ästhetische Kunstform auch anerkennen kann.